Herzlich willkommen auf Slaven Streamed Sport zu unserem PCM Multiplayer und damit auch zur Tour de Romandie. Heute sind wir in der französischen Schweiz unterwegs und da brauchen wir vor allem gute Zeitfahrer. Für welche Fahrer wir uns entschieden haben, das zeige ich euch gleich. Erst gehen wir mal kurz die Profile durch. Die erste Etappe ist ein knapp 7 Kilometer langes Zeitfahren bzw. ein Prolog, wie man das Ganze ja nennen muss. Unter, glaube ich, 13 Kilometer heißt das Ganze Prolog. Dementsprechend ist das hier ein Prolog. Zweite Etappe sollte eigentlich etwas für hügelfeste Sprinter sein. Die Frage ist natürlich, ob das im Multiplayer ebenfalls so sein wird, denn wir wissen es, da ist es schon oft dazu gekommen, dass wir dachten, das gibt einen Massensprint und am Ende kommen bloß 20 Leute an. Also durchaus möglich, dass das hier hart gefahren wird, vor allem hier zur Etappenmitte, sodass am Ende vielleicht die Klassementfahrer um den Sieg kämpfen und nicht mehr die Sprinter. Könnte theoretisch passieren. Die dritte Etappe könnte ebenfalls was für die kugelfesten Sprinter sein. So ein Matthews, ein Girmay, den wir ja im Team haben, früher wäre das was für Sagan gewesen, vielleicht ist das was für Ethan Hayter. Eher solche Jungs, also ich glaube, reine Sprinter wie ein Tim Merlier oder ein Jakobsen, die werden hier vermutlich keine Chance haben. Überall geht es natürlich auch um Bergwertungen, die sind hier jetzt leider nicht eingezeichnet. Warum das so ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber so ist es, das heißt, die müssen wir uns jetzt erstmal denken. Vierte Etappe ist dann ein Einzelzeitfahren, das über 19 Kilometer geht. Also insgesamt sehr, sehr zeitverlastig, diese Rundfahrt. Meine Nominierung wird dementsprechend ausfallen. Und hier ist ganz klar, du musst ein guter Zeitfahrer sein, aber es kommt hier natürlich auch den Bergfahrern zurecht, denn die Steigung hier hat es schon in sich. Das sieht relativ leicht aus, aber es sind ja nur 19 Kilometer. Wenn wir das jetzt zusammenstauchen würden, dass das Profil nur bis hier geht, dann hätten wir hier schon einen richtig heftigen Berg mit drinnen. Also da müssen die Klassementfahrer, die gut Zeit fahren können, auf jeden Fall sich vorne platzieren können. Fünfte und vorletzte Etappe ist die Königsetappe, gar keine Frage, da geht es hoch zu Tion 2000 und das ist natürlich was für die klassischen Bergfahrer. Also da gibt es keine Entschuldigung, da musst du versuchen den Anfang zu überstehen und auch hier das dritte Viertel sozusagen gut überstehen, bevor es dann in den Schlussanstieg reingeht. Dieser Berg ist unfassbar lang, der Berg ist teilweise unfassbar steil, also hier muss man eine gute Tagesform haben. Ich denke mal, diese beiden Etappen hier, die vierte und die fünfte, die werden das Gesamtklassement entscheiden. Dementsprechend Zeitfahrqualitäten musst du haben und natürlich auch extrem gute Kletterfähigkeiten. Die sechste Etappe ist dann nochmal ein Abschluss für eventuell die Sprinter oder eben die hügelfesten Sprinter, besser gesagt. Weil ich glaube, die reinrassigen Sprinter werden hier nicht nominiert. Die werden es, glaube ich, extrem schwer haben, hier eine Etappe zu gewinnen. Dementsprechend wird das hier eher was für die Hügelsprinter oder am Ende vielleicht auch für eine Gruppe, denn die Abstände werden groß sein nach der fünften Etappe. Und wenn dann da eine Gruppe weggeht mit 6, 7 Mann, die vielleicht 10 Minuten Rückstand haben, dann glaube ich, wird es schwer fürs Hauptfeld, die nochmal zurückzuholen. So, für wen haben wir uns entschieden bei dieser Rundfahrt? Das zeige ich euch jetzt. Ja, ich habe wirklich lange überlegt, wie ich das Ganze aufbauen soll für die Tour de Romandie, denn Tao Guggenhardt war ja bei unserer letzten Rundfahrt bei Paris-Nizza schon mit dabei, zusammen mit Ayuso, und ich habe mir überlegt, soll ich die vielleicht jetzt ein bisschen schonen und erstmal wieder ein eher schwächeres Aufgebot hier an den Start schicken, aber ich habe mich letztendlich dazu entschieden, nein, Tao Guggenhardt wird wieder mit dabei sein. Ja, die Begründung ist recht leicht. Er ist nicht nur unser bester Bergfahrer, sondern er ist auch unser bester Zeitfahrer. Und bei einer sechstägigen Rundfahrt mit zwei Zeitfahren und einer fetten Bergetappe und der Rest ist eigentlich hügelig, ja, da muss ich Tao Guggenhardt mitschicken. Da gibt es eigentlich gar keine andere Lösung für uns. Captain Nummer 2, das ist einer, der sprinten kann, das wird Biniam Girmay sein. Ihm, glaube ich, liegt die Rundfahrt auch relativ gut, weil er eben die Hügel gut übersteht und am Ende im Sprint stark ist. Zäh ist er sowieso, also Zähigkeit hat er oder zäh ist er, so sagt man es richtig. Also auf den können wir definitiv auch bauen. Vielleicht kann er die Punktewertung für uns gewinnen, vielleicht kann er eine Etappe für uns gewinnen. Wobei ich glaube, dass die Punktewertung vielleicht sogar an einen Zeitfahrer-Bergfahrer-Klassementfahrer gehen könnte, bei den Profilen, die wir hier geboten bekommen. So, wen haben wir noch mit im Aufgebot? Da hätten wir Lennart van Eetveld, den möchte ich euch noch zeigen, eins unserer großen Talente. Den haben wir hier, der wird mit dabei sein. 75 Berg, ganz klarer Helfer, der wird nicht auf Klassement fahren. Den werden wir auch schonen, sobald die Etappe kurz vorm Ende steht und er nicht mehr gebraucht wird. Also der wird unserem Captain helfen. Und Finn Fischer-Black wird auch wieder dabei sein, den kennen wir ja schon. Der war, glaube ich, auch bei Paris-Nizza dabei, wenn ich mich nicht täusche. Also auch ein guter Mann, der kann deutlich besser Zeit fahren als van Eetveld.
Dementsprechend möchte ich den noch ein bisschen mir in der Hinterhand bewahren. Also kann sein, dass wir mit ihm vielleicht versuchen, in der Nachwuchswertung vorne zu landen, beziehungsweise dass wir auf jeden Fall versuchen, ihn als zweiten Klassementfahrer dabei zu behalten. Vielleicht schafft er sogar eine Top 15, aber wenn wir ihn auch noch aufopfern müssen, um für unseren Captain Guerin Hart zu fahren, dann werden wir es selbstverständlich machen. So, wer ist noch mit dabei? Axel Zingel natürlich wieder mit dabei. Dann haben wir Corbin Strong noch mit dabei und David de la Cruz. Die zeige ich euch auch noch schnell. Also Axel Zingel kennt er mittlerweile, kommt gut über die Hügel, ist ein guter Sprinter. Perfekt für diese Rundfahrt. Corbin Strong ist das gleiche, nur ein bisschen schwächer, würde ich mal sagen. Also den können wir auch definitiv gebrauchen. Und der dritte Mann, den ich noch genannt habe, das ist David de la Cruz. Sehr unterschätzter Fahrer, finde ich, in diesem Jahr. Ist schon 33, hat nicht mehr viel Potenzial. Den habe ich ja sehr, sehr spät gedraftet. Und der, ja, der wird nicht auf Klassement fahren, aber der wird auf die Bergwertung fahren. Also ihn habe ich ganz klar ausgemacht, um auf die Bergwertung zu fahren. Er wird auf den ersten beiden Etappen, das zeige ich euch hier jetzt nochmal, ich hoffe, dass hier das richtige Profil drin ist. Den ersten beiden Etappen nach dem Zeitfahren natürlich ist das super wichtig. Hier sehen wir nämlich jetzt die Bergwertungen. Also da gibt es zwei zweite, eine dritte und dann gibt es eins, zwei, drei zweite und zwei dritte. Also die beiden Etappen werden im Kampf ums Bergtrikot wahrscheinlich schon vorentscheidend sein. Danach gibt es das Zeitfahren und dann hier natürlich nochmal fette Wertungen. Da kannst du früh mit in die Gruppe gehen und hier noch was abstauben, beziehungsweise hier dranbleiben und dann wirst du Fünfter, dann kriegst du auch noch Punkte. Also ich denke mal, die drei Etappen sind natürlich die wichtigsten, aber die ersten beiden, die werden schon ganz klar den Fingerzeig geben, wer die Bergwertung gewinnen kann. Also wir werden uns auf den beiden Etappen vorwiegend auf de la Cruz konzentrieren und im Hauptfeld hoffen, dass wir mit Biniam Girmay mithalten können. Für Girmay haben wir ja dann auch Leute zum Anziehen, den Sprint anziehen, wie gesagt. Wir haben Zingel dabei, wir haben Strong dabei, die können ihm beide den Sprint anziehen. Da denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt und damit würde ich sagen, gehen wir sofort rein ins Rennen. Oh, Rigoberto Urán hat es jetzt schon. Alter, komm, hört mir auf, ey. Ich habe nur Minus bisher. Bei mir fährt er seiner. Wie viel fahren bei dir schon? Bei mir ist der Zweite jetzt gerade am Start. Ja. Boah, der Tyson, der holt Dings gleich auf, wissen das? Der Kleine, was ist da los? Ja, der Zeitfahren 56, Prolog 59. Ja, Tyson 65, ja. Geil, das ist bei mir so. Oh, Scheiße, der wird auch überholt. Scheiße. Sivakov, verpiss dich! Scheiße. Sivakov nicht erster, ist schlecht. Was wäre, welcher Lenny Martinez? Ja, der wird gerade überholt vom Oscar. Meint ja, er meint Martinez, ne, weil der wahrscheinlich so schmächtig ist. Ja, ist er ja auch. Ey, platt, verpiss dich mal. Van Wilder auf jeden Fall auf 1, das ist schon mal stark. Vor Ja, vier Van Leute Wilder ist auch natürlich. der Captain vom Schwabenländle. Wir wissen also, gegen wen wir fahren müssen. Also bei mir wurde bis jetzt jeder Fahrer überholt. Muss schon mal ein bisschen Stimmung machen, dass hier mal ein bisschen Also 77 Berg. Ja, das, da willst du schon was rausholen. Also Lennart Kemner ist mit auch bei meinem Kapitän und hat 76 Berg. Alter, was ist denn mit diesem Harper los? Oh, und jetzt hat er an, dass es nur 0 geht. Eben hat er plus 3. Vollgas. Riccitiello hat gar keinen Bock. Gute Harper, Lennox Alter. geworden. Woo! Letzter. Das Gefühlt. kann man mal raushauen. Oh, jetzt Brent McNulty am Start. Ach Gott, hör mir auf. Nee. Kein Bock mehr. Oh, meine These bewahrheitet sich. Ich habe Schönwetterfahrer und Schlechtwetterfahrer. Georg Steinhauser, was ist da denn los? Oh, krass. Guten Tag. Aber Guten Mollema Tag. hat auch einen guten Tag, oder? Bin ich mal jetzt gespannt auf die Zeit. Siebter. Plus Oh, 1 hat stark, Mollema. Steinhauser stark. Ich bin aber sehr schlecht im Zeitfahren. Sehr schlecht. Also mein bester aktuell ist 38.
McNulty nur Sechster. Schade. Gibt eh keine, gibt ja eh keine Abstände, also. Ja, das ist, deswegen ist es noch 5. Mein Kapitän hat da. Ja, geht halt hier um Etappenwertung. Etappenwertung. Längere, so. Das längere Zeitfahren wird. Das andere Zeitfahren ist Berge. Kinder also. Mit plus 2, Leute. Zieht euch warm an. Der kann doch kein Zeitfahren. Doch. Der hat Prolog 75. Das hat mein schlechtester. Wenn ich schon nicht mit Können glänzen kann, dann muss er mit dumm labern. Das ist richtig. So mache ich das auch. Jeder hat halt sein Talent. Oh, ich bin, oh, 16 Sekunden. Boah, mit Großschaden gut. Auf GC fahren, jawohl. Sieht doch gut aus. Nee, so. Erstens so Plätze für mich. Top. Reusweig hat da einen rausgehauen. Oh, da kommt so eine Dreiergruppe rein. Lampert plus 3. Oh. Da ist er, der Etappensieg. Ja, nee, ich glaube noch nicht. Da kommen ja plus 6 auf Prolog und plus 4 auf Zeitfahren. Okay, danke. Das ist halt geisteskrank gut. Und jetzt wird meiner wieder mit minus 6 haben, Prolog, der kann da und ich glaube, dann schlage ich meinen Monitor. Toll, zusammen. Lampert fährt hinter mir, der wird den Gear mal schon zur Zwischenzeit, wenn es eine geben würde, würde er die Option abschnüffeln. Und Kemner mit neuer Bestzeit. Ui, aber gute Bestzeit. Ich hab's gerade, ja. Oh ja, 5 Sekunden. Der Lampert macht es. Ja, ich glaube auch, Lampert ist jetzt Favorit gerade, wenn nicht die anderen Top-Zeitfahrer noch einen richtig Lampert guten Sorge haben. Lampert fährt einfach mal schneller als mein Fahrer. Boah, nochmal 9 Sekunden. Boah. Es kommen aber halt auch noch echt gute Leute. Es kommen halt auch noch echt gute Leute. Glückwunsch, Glückwunsch. Bei mir kommt kein guter mehr. Bei mir ist egal, ist unterwegs. Garner und Kühn kommen doch auch noch. Garner und Kühn kommen auch noch. Ich muss Bisseger das Locker holen. Mit 81 Prolog. Sind da Garner und Küng so viel schlechter? Ich weiß nicht, ob die so viel Prolog haben. Ich glaube schon. Also nicht viel, aber... Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Plus 6, starke plus Bergfahrer habe ich hinter mir bisher gelassen. Also ich weiß, gar nicht so gut. Dann nach mindestens 2 Minuten verliert, wenn der minus 3 ist. Bisseger, 15 Sekunden langsamer, okay. Er hat wahrscheinlich keine gute Tagesform. Bisseger. Wie kann eigentlich Buchmann 71 Zeitfahren haben? Ich finde es eine Beleidigung für so viele Fahrer. Grabe ich auch nicht. Ich verliere auch mit dem auf dem Prolog in dem Zeitfahren immer mindestens 3 Minuten. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit Kemner. Der hat ein paar Sekunden so auf die ganzen Bergfahrer rausgeholt. Ja, das ist sehr gut. Ich sag euch, Aki wird das jetzt machen. Und nur eine Minute mit Buchmann, ich bin zufrieden. Oh, geil. Das ist schon stabil eigentlich. Wenn es einem, ich hab minus 5 Prolog! Mit Kenner? Ja, minus 3! Oh, Mann. Ja, bei Küng kracht es jetzt auch nochmal. Ah, Ofen Bein, das ist wenigstens. Gegenhardt nochmal einen Start, ja. Oh, Küng ist auch wieder hinter mir, das kann doch nicht wahr sein. Gegenhardt ist. Gegenhardt ist halt der stärkste Fahrer, muss man halt wirklich sagen, ne? Hm. Vor allem mit dem Zeitfahren. Ich bin schon, wenn Gunner wenigstens 5 kommt, wegen Punkte. Rang 3 passt. Ich bin Ahrensmann ja auch stark, stimmt. Ja. Meint es, wird er zu viel verlieren schon? Oh, Küng! Doppelsieg. Oh, Evenepoel kommt noch. Gunner! Stimmt, ne? Okay. Wo ist Evenepoel? Oh! Ja. Ja. Das gibt's noch nicht! Ich dachte schon, wo ist er? Da ist er. Vor Gunner! Ja, minus 3 Tagesform! Kemner vor Gunner, geil, Alter, geil. Alter, leck mich, ey. Alter, ich hab mich nur über den dritten Platz gefreut und dann sind alle auf einmal vor mir gelandet und Ahrensmann 7. Gunner möchte 5. werden. Export. Dann hat man gesagt 166, oder? 165. 65, okay. Dann hat man 2,9 Kilometer, würde ich bei sagen, Länge der Etappe. Wird schon wieder nichts weggelassen hier. Gefühlt.
Pass auf, den fliegen ja relativ viele Leute raus, ne? Ja, das ist ja ein richtiger Split. Ja. Sag's ja nur. Ja, bisher wird noch keiner weggefahren gelassen, ne? Das ist auch gerade irgendwie zu flach. Und das Tempo ist brutal hoch. Okay, Backup möchte einen angreifen. Wild. Und der Lacruz schon wieder, der mich. Ja, kannst vergessen, der. Das ist wieder immer so die ersten zwei, drei Etappen des Tages. Da hat keiner den Stolz mal drauf, eine Gruppe wegzulassen. Oh gut, dann fährt halt keiner weg. Ja gut, Otter ist vorne und fährt hinten jetzt nach. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Ich bin schon gerade am überlegen, ob ich einfach ganzes Team nachfahren lasse. Ja, Otter ist halt vorne und fährt hinten hinterher, also keine Ahnung. Ja, das spart mir Arbeit. Ja, eben. Ja, wartet mal ab, das wird noch hier sich beruhigen. Ja, das ist immer so eine Frage des Stolzes, gefühlt fehlt das bei vielen verschiedenen. Also ich halte mich komplett raus bisher. Warst du vorhin auch mit drei Fahren raus? Ja, am Anfang habe ich eine Attacke probiert, aber seit 40 Kilometer, seit 30 mache ich nicht. Gar nicht. Ah, ich habe auch versucht, in die Gruppe zu gehen. Klappt nicht. Punkt. Strich hinter. Wenn der Zimmermann schlau ist, wartet er. Aber nur wenn er schlau ist. So, was haben wir da vorne? Irgendwas, was gefährlich werden kann. Lutschenko ist nicht gefährlich. Lutschenko? Finde ich auch schon wieder wild, dass so einer mitgeht. Dann brauche ich eh nicht aufs Bergtrikot gehen. Zimmermann in der Ausgreisegruppe, ja. Da könnte man ja schon über das Nachfahren mal nachdenken, ne? Das langsame, ruhige. Ja, am besten geht schon, ja. Mit 99 am besten. Nein, aber so eine 50. Ob jetzt mal da reingestellt. Die sind ja noch nicht mal weg. Warum soll man jetzt schon losfahren? Ja, jetzt steht aber jetzt erstmal so ein bisschen eine Gruppe. Das ist schon mal nicht so schlecht. Also mit 50 fahre ich nicht vorne. Da bin ich irgendwo mitten im Feld. Das kriegen wir mittlerweile ganz gut hin. Mit 30 fast ganz vorne und sagt, du willst noch nicht nachfahren. Also Gruppen bilden sich bei uns jetzt echt gut, muss ich sagen. Ich habe Schlimmstes befürchtet nach den ersten zwei, drei Rennen. Ich auch. Ich habe ernsthaft eigentlich halb begraben. Ja, ich habe nach zwei, drei Etappen habe ich gedacht, dass Projekt ist gestorben, ohne Scheiß. Aber das haben wir richtig gut hingekriegt. Ich hab gedacht, wenn wir nie jemanden fahren lassen, dann ist das Projekt im Arsch. So Riesengruppen, ey. Aber das kriegen wir echt gut hin. Und es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es mal 20, 30, 40 Kilometer dauert, bis sich eine Gruppe bildet. Ja, ich finde das auch okay. Also das finde ich voll okay, so wie es ist. Da bildet sich halt irgendwann dann eine. Ja, ich finde es echt, dass es genau so läuft, wie es jetzt ist. Das ist genau richtig. Bin ich so froh, Alter. Hätten vorne alles vertreten. Gut, Ben Healy ist natürlich vorne. Das ist natürlich ein heißer Kandidat für die Etappe heute. Levi ist vertreten, Slevin vertreten, Blasing, Jonas, Ducky, Brian.
Aber alles solche schlechten Zeitfahrer, dass sie für Principal, die Gesamtwertung uninteressant Ducky, sind. Ducky, Peely, Zimmermann. Das passt jedes Team vertreten da vorne. Ich würde aber den Bergfahrer, den Bergfahrerwert würde ich schon noch als wichtiger einschätzen für die Rundfahrt als den Zeitfahrerwert. Es ist nur eine Bergetappe, nur eine einzige. Ja, aber da verlierst du als guter Zeitfahrer und schlechter Bergfahrer halt gleich mal 15 Minuten. Verlierst du richtig viel, ja. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber so ein Mittelding raus. Bissiger wird vorne erstmal richtig schön nach. Ja, so ein Bissecker, dem würde ich 10 Minuten schenken. Der wird das über die Bergetappe wahrscheinlich nicht rechnen. Nö, so, nö, der fährt gerade gut nach. Der arbeitet für sein Team. Ja, ja, ja. Ich meine nur, als Beispiel jetzt. Bumi, du weißt, dass dein Kron hinten raus ist, ne? Ja, ja, ich komme halt nicht mehr ran. Der ist schon also fast wen haben wir denn so an den Sprintern so dabei? Ich guck mal, was fällt mir ein bisschen. Brian Cocard ist dabei. Giermai. Auch ein starker Pick für die Etappe. So, wer will die Sprintwerte davon haben? Ken Hö ist dabei. Als Sprinter. Ich nicht, ich halte mich raus. Ah, ich bin mal gönnerhaft. Ich kann das Ding halt auch gewinnen, ne? Aber es ist schon wieder unfassbar, wie früh schon wieder nachgefahren wird. Also, ja. Ist noch so viel. Dann ist halt die Angst. Einfach, ja, die Angst. Die Angst ist groß. Die Menschen, ja. Vor allem, weil da vorne so echt krasse GC-Fahrer sind. Oh, Garcia Cortina. Ich meine, 15 Mann sind natürlich nicht wenig, aber es ist kein richtig gefährlicher vorne. Ja, Lutsenko maximal halt, aber. Ja, Lutsenko ist der Einzige, wo man sagen könnte, okay. Aber die Etappe ist halt noch unter 13 Kilometer lang. Ja. Also. Ja, aber unterschätzt das mal nicht, dass da 15 Leute sind von gefühlt der Hälfte der Leute mindestens. Also mindestens. Ja, ja, ich verstehe das absolut, dass man da ein bisschen Angst bekommt und auffährt. Also. Aber bis nach dem Berg braucht man eigentlich und nicht. Und ich will nur daran erinnern an die Etappe, wo De La Cruz gewonnen hat, weil wir alle nicht nachgefahren sind. Ja, es ist schon, wir sind schon nachgefahren. Aber halt relativ spät erst. Ja, es war halt am Ende wirklich um Zentimeter. Ja, klar, es war Zentimeter, aber das, ja. Also. Das ist ja das Geile. Ich möchte, also ich will sagen, also Ackermann sehe ich da halt schon als Favoriten hier mit auf der Etappe. Ja, absolut. Und deswegen sehe ich mich in der Zunft auch relativ früh nachzufahren, dass ich das Feld halt spätestens in der letzten Sprintwertung wieder habe. Und dann halt einen vernünftigen Sprint anfahren zu können. Weil hier wird schon ordentlich gut nachgefahren jetzt, vor allem in den Berg rein. Aber jetzt habe ich sowas die Angst, dass man doch vielleicht. Jo, Alter, hier wird jetzt ja, das Ding für dich ist halt, für dich muss halt klar sein, dass du jetzt bergauf die ganze Zeit logischerweise nicht so schnell fahren kannst, weil du halt Ackermann hast. Ja, aber ich darf halt auch nicht, ich muss halt mit Kemner darauf achten, dass die und McNulty, dass die mitkommen. Ja, das ist das Problem, was ich meinte. Ich glaube, es ist cleverer, nur auf eine Sache zu schauen, aber das kriege ich aktuell auch noch nicht hin. Ich will auch ständig überall aktiv sein. Ich glaube, dass das nicht clever ist. Es wird schon funktionieren. Aber Aki, wir werden sehen. Aki kann das. Aki wächst wie immer über sich hinaus bei solchen Rennen. Ja gut, ihr habt jetzt vorhin auch schon 3 Minuten, ne? Also ihr nehmt am Berg und zwar auch gut jetzt was ab, wenn ihr da jetzt starke Bergfahrer habt. Und Craig macht hier echt Tempo, muss man echt sagen.
Uiuiui. Nee, nee, nee. Bei Martinez und Quinn noch mal los dran zu kommen? Wie geht's Ackermann? Dem geht's super. Echt? Natürlich. Stark. Zeig dir doch, der wächst über sich hinaus. Stark. Der ist rübergekommen. Der Anfahrer halt nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Der Jüngling muss sich noch ein bisschen... Wer ist Anfahrer? Luis Ascay eigentlich. Eski. Eski, okay. Eski. Man konnte auch schon ein so guter Mann in der Realität. Ja, wird ja. Noch. Der Typ wird noch ein guter. Das war auch so ein, so ein Zukunftspick. Ich habe fast nur Zukunftspicks. Ja, für die nächste Saison auf jeden Fall wird das ein guter Pick sein, ne? Ja, denke ich auch. Ein Luke Lamperti hat ja halt bei den Großen schon den 7. Platz geholt. Wurde nur von den Top-Leuten geschlagen. 7. Toll. Ich sag's euch, Luke Lamperti, der hat Ende nächsten Jahres hat er 78 Sprint. Sind noch so viele Fahrer am Feld? Es sind eigentlich noch viele gute Fahrer am Feld, ne? Aber Gunther wird ja auch echt gut gebolzt. Kann man sich aber doch schön regenerieren, finde ich. Ja, die haben sich jetzt. Also. Aki ist wieder dabei. Aha, wieder? War der nicht mehr dabei kurzzeitig? Der war die ganze Zeit dabei. Ja. Das Feld ist ja da hinten, sind ja Leute weg. Ja. Hätte nochmal Tempo machen sollen. Und dann wieder da. Ja, der eine oder andere ist schon weg, ne? Hier wird wieder ein guter eine Acht gefahren. Ja. Was wirklich brutal wieder nachgefahren wird. Das Feld ist wieder zusammen. Es wird ein Massensprint, glaube ich. Und ich nachgefahren da vorne. Was für Einsätzen fahrt ihr denn da vorne? Hilfe! Brutal. Ja. Ja, gut, also, wenn man eine Gruppe einholen will, muss man irgendwann fahren, aber es ist natürlich noch Zeit. Ja, wir haben nur eine Minute weg. Ja. Das ist ja. Also. Mit 75 Einsatz war ich da nicht vorne. Nee. Das ist schon ordentlich, aber da will jemand ausdünnen.
Greg hat Caruso, Landa und Maintjes dabei. Das Team sehe ich auch ganz, ganz vorne. Ja, Greg sowieso. Einer der Top 3 Leute hier. Unfassbares Tempo im Feld, das ist wirklich Wahnsinn. Ist, also wir haben auf 50 Kilometer, Leute. Komplett irre. Ich glaube, heute fliegt schon irgendein Leader raus. Irgendein Leader mit einem schlechten Tag fliegt heute raus. Sage ich zumindest. Was macht er denn? Bist du bescheuert oder was? Alter, das Feld ist jetzt gleich eingeholt. Ich hatte quasi schon diesen dann danach rausgerissen. Alter, wie wird denn hier hochgefahren? Seid ihr wahnsinnig? Unglaublich. Unfassbar. Kein Fahrer mehr vorne. Wahnsinn. Also ich sage jetzt mal, so Ackermann geht's nicht mehr gut. Ja, das wundert mich nicht. Aber er ist rübergekommen. Übel. Absolut übel, was hier abgeht schon wieder. Ja, Koi ist auch noch dabei, Girma ist noch dabei. Ja, so eine Etappe muss halt einfach mal gechillt gefahren werden, dann kommen da auch die Sprinter drüber. Aber wenn wir jedes Mal so fahren, Alter. Ja gut, aber ich finde, die Etappe lädt ja auch ein, um mal was, also um auch mal ein bisschen hart zu fahren. Ja, also ja, natürlich. Gerade so Leute, die jetzt halt keinen klassischen Sprinter dabei haben, gerade die müssen ja, also. Ja, die würden sich wahrscheinlich in der Realität einfach ausruhen. Ja, weiß ich gar nicht. Ja. Ja, du wirst ja kein du wirst ja in Sachen Klassement nichts machen heute. Ja, das klar, ist eigentlich, aber wenn halt jemand so einen Mats Pedersen dabei hat oder Michael Matthews. Ja, dann verstehe ich es natürlich. Schon. Klar, dann willst du die reinen Sprinter loswerden. Ja, natürlich, genau. Das verstehe ich. Aber wenn du jetzt keinen Sprinter dabei hast, sondern nur Klassementfahrer, dann weiß ich nicht. Ja, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Vermutlich nicht, ne? Ja, es sind aber auch nur 6 Etappen dementsprechend. Bin zwei Zeit fahren. Kann man da schon ein bisschen Gas geben, also. Kann man machen, ja. Ich sage ja nur, dass du vermutlich keinen gefährlichen Klassementfahrer los wirst. Ja, das sicherlich nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ob es sich lohnt, wenn man keinen Sprinter hat. Die Etappe ist eigentlich für die Leute gemacht, die halt Sprinter dabei haben, ne? Oder in Gruppen gehen. Naja, ein, zwei Klassementfahrer wurden ja auch schon aussortiert, also die zumindest nicht schlecht sind. Wer denn? Also, Buitrago ist jetzt keine komplette Nullnummer. Bei dem Zeitfahren, ja, aber das, ja, okay. Also, Vivo ist draußen schon. Beispielsweise. Ja. Weißt du, ab welchem Einsatzwert man keinen grünen Balken mehr verliert? Es war doch mal 33, oder? Oh, ich glaube, das haben sie geändert. Grünen Balken? Naja. Grünen verlierst du, glaube ich, jetzt immer. Ja, ich glaube es mittlerweile auch, aber sehr, sehr wenig. Ich glaube, ja, klar. So
Dot 33, bei 33 Einsatz hast du keinen grünen Balken verloren. Kusa, Gima ist gestarkt, der hat Bock. Es ist auch so ein, ich hab auch so ein Gefühl, es ist so ein Ding für Gunner. Der hat, dass der noch echt noch was im Kescher hat. Aber es regnet halt wieder, ne? Ist halt. Also, ich kann dir sagen, es ist nicht minus 3. Es ist aber nicht plus 3. Nein, es ist auch nicht plus. Der wird nie im Leben grün haben. Wenn wir eine Brücke angreifen. Ja, der denkt jetzt, es gibt Sekunden, aber es gibt bloß Punkte. Ja, das Vorteil ist, wenn er damit angreift, dann brauche ich gar nicht anzugreifen mit Gunner. Gunner holt sich einfach mal die Punkte. Kann er nicht schaden. Kann nicht schaden. Der holt halt alle drei Trikots. Haben wir so trainiert. Oh fuck. Glück. Oh. Bis 3 bei Tibo Nice hat ordentlich was möglich gemacht. Ja. Der ist halt so gut über die Hügel gekommen. Ja, also ich muss. Also Aki hat auch nur noch 75% des Balkens. Das war. Also roten Balken ist aber nicht mehr viel da. Das war das Problem, deswegen ich spät angreifen musste. Platz 3 ist noch in Ordnung. Jetzt sieht es doch noch was aus, gerade. Aber oh, warte, da kommen jetzt gleich noch 10 Stück, die rausfahren wollen und dann sind wir wieder dran. Nee, das ist gerade bei Paul auch nur der Zug. Nee, Lutsenko will ja noch mit rein, unbedingt, das Gefühl. Ja, aber ich glaube nicht, dass er Evenepoel da mit nach vorne fahren lassen möchte. Und jetzt kommt Tim. Und Nies da vorne mit. Wild, ey. Der Lacroix aber auch in jeder Ausreißergruppe, ne? Das finde ich so geil. Ist der neue Kemner jetzt. Für mich. Machst du schön gut. Gefällt mir. Das sind die Geschichten, die wir brauchen, so Fluchtgruppenkönige. Ja, ja. Wenn du kurz auf mich wartest, können wir zusammen ranfahren. Ja, gerne.
Schick einen durch die Führungsarbeiten, lass den anderen nach hinten. Okay. Der Uran davon ist aber auch nicht gerade ungefährlich. Nee, ja, hast recht. Der greift inzwischen meine Top 10 an, die ich rein will. Die ich rein will? Naja, am Ende des Jahres werde ich eh nicht, oder am Ende der Romandie-Rundfahrt werde ich nicht in die Top 3 kommen. Ja, und ich mache dir keinen Kopf. Muss ich mit der Top 10 um mich zufrieden geben. Also ich warte mal, dass ein Rennen nicht regnet, das würde mich echt freuen. Ich glaube, daran liegt aber nicht am Regen. War bei mir schon. Also der Tim fährt auch rein bei jedem Wetter. Ja, der kann da nicht. Ich habe halt auch viele Belgier, weißt, die mögen das. Das stimmt, Italiener mögen keinen Regen. Die kennen sie auch nicht. Das ist halt das Problem. Aber bei Gunner ist halt der Weg, so ich gehe. Also fährt noch jemand mit mir vorne oder bin ich der Einzige eigentlich? Ich mach, aber ich weiß nicht, was du eines fährst. Du fährst zu wenig. Ich bin so fair, ich sage, ich warte auf den, weil der kommt mit drei. Also der kann ruhig da. Ja, den will ich nicht in der Gruppe haben mit drei Leuten. Ja, klar. Kann ich verstehen. Warum wir jetzt müde machen, weil der kommt mit seinen drei so oder so ran. Also sagen wir mal, nee, kommt er eben nicht. Wenn wir vorne ein bisschen fahren, kommt er mal nicht ran. Aber der Novak, der will nicht fahren. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass da... Ja. Aber gut, wir halten die ganz gut dabei, ne? Bei einer Minute gerade. Die Frage ist, wie lange noch? Der Evenepoel muss alleine arbeiten, ne? Ja, das ist aber auch richtig so. Evenepoel vorne. Nein, nicht vorne, dein Team. War das Team aber komplett alleine, oder? Ja? So soll das ja auch sein. So ist das ja eigentlich auch am Anfang. Ja, der ist Etappe. Auch Nummer 1. In Real Life. Der hat auch gelb, also. Und der hat gemerkt, es gibt nur Zeit, Boni, zum Schluss der Etappe. Ja, ist ja klar, ich meine, er hat das Ziel, die Rundfahrt zu gewinnen, da kann er auch seine 6 Leute aufarbeiten dafür, das ist ja okay. Ja, theoretisch, also der braucht... Würde ich auch machen in der Position. Ding kontrollieren. Ich schaffe nicht alleine, da vorne zu bauen. Ja, ich doch. Die Lücke. Da 6 Mann holen doch die anderen da vorne alle ein. Ich sehe das jetzt nicht, dass die eingeholt werden. Ja jetzt, ja, ist ja gut. Auch flach. Ja, gut. Flachen holt dann nicht so viel ein, ne? Das ist richtig. Solange die da vorne arbeiten, nur holst du im Flachen halt nicht viel. Ich sehe in dieser Etappe richtig schwarz für mich, ey. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Ja, ich auch, weil es regnet. Also ich kann schon mal so sagen, mein Co-Captain ist bei meiner minus 3. Und mein Gunner auch minus 3. Mein Captain. McNulty kommt wohl auch nicht so gut mit Regen klar. Vor allem in der Schweiz regnet es eigentlich nicht so oft. Das ist schon unrealistisch, die Kacke. Ja gut, wir sind ja auch im Frühjahr der Karriere, ne? Es ist Frühjahr, könnte es ein bisschen mehr regnen. Ey, hallo, Buchmann, weiterfahren, hallo! Oh, ja, da hat schon wieder die Fangirls da stehen. Ich wollte es gerade sagen. Ich würde ablenken lassen. Der Buchmann ist wieder so typisch Buchmann. Typisch Buchmann, so kennen wir ihn. Er hat immer mit den Fangirls am Start. Der war auf 80 Tempo und er bleibt einfach in der Kurve stehen. Einfach. Dann bucht man auch eine geschmeidige minus 3, da weiß man, warum er lieber stehen bleibt. Spitzengruppe, wie wär's mal mit den Leuten, die noch gar nicht geführt haben? Da scheinen einige kein Interesse zu haben. Nö, die haben Interesse an der Bergwertung, aber wollen nichts dafür tun. Ja gut, ich meine, ich sag mal, ein Kobi zum Beispiel, der müsste schon mal mitführen langsam, weil für den ist es auch gut, wenn wir vorne bleiben. Ja, der Kobi hat ja auch noch einen Partner, der jetzt mitführt. Ja. Deswegen so... Und dann, der gleich angreifen kann. Thomas. Ist so in Ordnung. Ja, der muss natürlich gleich angreifen, ist ja logisch. Glaubt ihr, das Team Kobi hat da zwei Interessen? Mit Lefay. Kommt da nicht bis ins Ziel. Kann man lassen.
Mit schwieriger. Das bringt nichts. Fahr jetzt uns nur, dass wir lieber zurück ins Feld fahren. Sehr stark da vorne. Jetzt können wir ruhiger fahren. Na, jetzt bin ich dabei. Wir sind ein Team. Hinten ist wer rausgeflogen, ne? Wer ist wieder rausgeflogen? Bumi. Oh, ab da ich nicht. Bumi, nicht Position halten, mach immer Einsatz bleiben. Ja, und dann ist mir aber so wie vorhin passiert, dass ich dann auch hinten rausfliege. Krieg das nicht so alles gemanagt. Ah, Bumi, ich helf dir auch. Komm. Das ist schon, wenn es rot blinkt, dann musst du halt einen Einsatz ein bisschen hochdrehen. Ja, aber das macht er ja nur bei Einsatz, bei Position halten, blinkt es ja nur. Ja, und dann musst du ein bisschen hochdrehen, dass er nicht rausfällt. Ja, ich war halt bei 90. Ja, aber dann blinkt er ja nicht manchmal. Also, ich bin auch mit 90 schon rausgefallen, ohne dass er blinkt. Naja, okay, das ist aber sehr interessant. Position halten auf einen der vorderen Leute. Ja, aber und dann 90, dann fällst du normalerweise nicht raus. Ja, wenn du da schon stehst, dann blockierst du uns. Und wenn wir nach vorne fahren und die Taste drücken, dann fällt automatisch wieder hin, weil der vorne sich gar nicht erst einreiht. Das ist einfach zu voll dann schon. Ja. Der fällt einfach nach hinten an die letzte Stelle weiter und fährt damit dann 90. Aber die Leute, die hinten rausfallen, sind doch nicht die Leute, die Position halten 90 haben. Doch teilweise doch, das schon. Weil du keine, also wenn du halt auf jemanden auf eine Position drückst, die schon besetzt ist, dann kannst du die nicht nehmen und dann bist du mit. Aber meistens haben wir doch Leute, die mit fünf Leuten, mit fünf Teammates hinten rausfallen, weil sie Zug hatten und am Ende den Einsatz nicht richtig geregelt haben. Also immer das wenn ist meistens der Fall bei uns. Nur wegen Position doch, halten, weil ich keinen einzigen Zug gefahren bin zu dem Zeitpunkt. Ich hatte es auch schon mehrfach, dass ich rausgefallen bin, obwohl ich mit dem ersten im Zug Position halten hatte, 99 auf. Ja, du musst halt gucken, ob der dann auch wirklich dort hinfährt und die Position hält. Wenn nicht, musst du halt eine andere Position suchen. Dann funktioniert das auch. Ich fahre nur mit Position halten. Ich weiß, dass ich dadurch Energie verschleudere, aber ich finde es halt schwachsinnig, mit dem Zug da hinterm Feld hinterher zu dödeln. Das ist mir schon klar, dass das intelligenter ist, aber weiß ich nicht. Wenn du da dann den Einsatz verpasst, dann fliegst du hinten raus. Und das war, glaube ich, der meiste Fall, den wir hatten, dass Leute gleich vier oder fünf Teammates verloren haben, weil sie hinten einen Zug hatten. Ich glaube, Levi ist schon einmal rausgeflogen. Immer wegen Position halten. Immer wegen Position halten. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, keine Ahnung. Seitdem muss ich fahren, Position halten 95, dann ist es noch nicht passiert. Oh, fuck. Jetzt habe ich gerade auch mit Kemner das Problem, dass er hinten komplett einmal stehen geblieben ist. Jo. McNulty auch, jo. Hallo.
Es wird mir jetzt schon wieder so heftig nachgefahren. Eieiei. Ei, ei. Das ist so. Oh, Sturz. Total, dass dir gefallen wird, ne? Oh, danke, Lenny Martinez. Aber er bleibt. Ich habe schon wieder drei Fahrer hinten draußen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind einfach 23 Fahrer davor. Keine Chance. Mann, Mann. Oh. Fünfundzwanzig Fahrer nur nach vorne. Und ich sag euch, Aki ist dabei. What? Das kann doch nicht sein. Das ist ja unfassbar. Was hat er für eine Tagesform? Ja, plus zwei. Ja, Mann, es macht so viel aus, das ist unglaublich. Aber das ist geil, das macht ja das Spiel so geil. Ich würde mich mal über eine plus eins schon freuen. Ja, das wird jetzt aber umso härter für den, leider. Aber ungefähr das, was ich mal haben wollte, ist auch passiert. Die Sprintwertung oder was? Nee. Richitello ist mit nach vorne. So. Konnte mit rübergehen in der Ausreißergruppe. Ist nicht hinten rausgeflogen. Mann, mir sind die Hände einfach gebunden mit diesen Tagesformen. Das ist so eine Scheiße. Na, Sam. Der Geoghegan-Hart ist eine Katastrophe, was die Tagesformen angeht. Wo lang liegt das? Liegt das am Wetter? Ja, das ist ein Gunner-Fahrer. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich hatte das bei Paris-Nizza, ich habe das jetzt wieder. Der hat immer minus zwei. Eine absolute Katastrophe.
Das ist halt auch ein schön Wetterfahrer. Ich quäl mich da über jeden Hügel drüber. Also da ist an die Top 3 in der Gesamtwertung nicht zu denken. Bin froh, wenn ich hier ins Ziel komme mit einer Gruppe, die 40 Mann beträgt oder so. Ist ja unfassbar. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wie dämlich wir fahren, weil wir nicht halt Punkt fahren und so. Also Einsatzbike meine ich. Oh, ist das spannend hier jetzt. Was ist das für ein guter Helfer, Bogo Doris? Diese Allrounder sind unglaublich wichtig. Das glaubt man manchmal gar nicht. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, was das für ein Fight hier ist. Der Garner ist so geil, der sprintet jede Zwischenwertung. Das ist so geil. Der holt die drei Trikots, ich hab's angekündigt. Mit minus drei. Minus drei hat er heute? Das krass. Regnet. Das ist strong. Krass. Dass der da noch dabei ist, ist krass. Warum es jetzt gerade so anstrengend ist hier, das ist unglaublich. Ja, Aki raus. Aki ist raus. Ja, aber guck mal, Jordan Hart ist auch raus. Also. Ja, raus, mit der raus. Tagesform hast du keine Chance, aber es geht einfach nicht. Keine Chance. Das ist, weil wir einfach Position halten fanden. Das ist der Unterschied. Komplett. Ja, aber ich finde es total dämlich, die ganze Zeit einen Zug zu fahren. Das, da habe ich keinen Bock drauf. Evenepoel ist halt sau stark. Es sind halt die Leute, von denen sie die Züge fahren, das ist halt einfach so. Oh, Kinder, ach, ist der Loch! Vierter, ey, oh! Remco stark, ey. Ah, schade, Aki, nicht mehr mit über den letzten Hügel rübergekommen, ey. Ah, das ärgert mich. Ja, wir sind halt aber wirklich die GC-Fahrer vorne. Also, ja, das ist wirklich, das sind jetzt wirklich alles GC-Fahrer. Auch halt so ein Stefan Küng. Ja, der kommt halt über seine Zähigkeiten aus. Ja. Und der macht halt auch die Ebene nichts. Tau ist rausgeflogen, ne, aus der Gruppe? Ja. Geil. Geil, das ist gut für Kemner. Das ist richtig gut für Kemner. Ich habe übrigens mittlerweile gewechselt, ich beschütze im Flachen. Ich mache halt ein Experiment. Also ich kann dir eins sagen, wenn du beschützt und
Position halten machst, das bringt gar nichts. Nein, nicht beschützen, nicht Position halten, sondern halt Einsatz behalten. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Kemner könnte damit fast sogar die Gesamtführung übernommen haben. Ah ja. Wegen Küng, oder? Wenn der Bull dabei ist. Ah ja. Wie Küng? Küng stimmt. War aber. Nee, Remco war auch noch. Remco, ganz klar. Kemner dir drum? Einfach Remco vergessen. Ja, ich wollte mal Kemner wieder ins Game bringen. Aber fährt ihr im Flachen oder fährt ihr generell einfach das ganze Team? Kemner wird wie immer ignoriert, Krieg. Ist das energiesparender, im Zug zu fahren, als zu beschützen? Man weiß es nicht. Also ich habe letztes Mal bin ich im Zug gefahren und heute fahre ich mal, dass ich mein Leader beschütze. Flapp, gib nochmal Gas.